von Ballistik gehittet. Hast du ein Messer? Ja, nee. Aber ich kann, warte. Hast du eine? Ich kann den so aufbrechen. Marco Schreitz. So, oder? Aber sowas isst du doch gar nicht in Wirklichkeit, oder, Marco Schreitz? Quatsch, du bist doch so schlank und dünn, ne? Ich mache halt ein bisschen Sport, aber es ist lecker, oder? Aber wie viel Sport machst du, dass du solche, darf ich mal anfassen? Darf ich mal den mal anfassen? Das ist ansteckend. Nee, Quatsch. Lass mir aber cool, wenn das ansteckend wäre, Marco Schreitz. Wenn ich, dann, ich muss einfach nur den Muskel einmal anfassen und dann sehe ich auch aus wie Marco Schreitz, ne? Zeig mal deine Muckis. Ja, die sind eher so mittel, ne? Wow! Ja, wenn wir die jetzt dagegen halten, Marco Schreitz. Guck mal. Ja, wenn wir die jetzt dagegen halten, Marco Schreitz. Ja, das ist aber dein Unterarm. Ist deins größer. Ja, mein Oberarm ist kleiner als dein Unterarm, ne? Schnickschnack. Das ist immer die Scheiße, ne? Aber du weißt, das kommt nicht nur auf den Oberarm an, ne? Worauf noch? Darauf, dass man gemocht wird, zum Beispiel. Zeig mal deinen Daumen. Krass. Du hast wirklich kleine Hände. Zeig mal deinen kleinen Finger. Dein kleiner Finger ist so groß wie mein Daumen, Marco Schreitz, ne? Aber das ist immer das, warum ich immer auch Angst habe mit Frauen, wenn ich immer glaube, also wenn die dich im Fernsehen sehen, machen die immer, Marco, cool, richtig cool und so. Und wenn die mich dann sehen mit meinem Daumen, dann ist immer gleich, habe ich immer gar keinen, weißt du, habe ich immer gleich Angst, dass sie lieber so Typen wie dich wollen, ne? Darum wäre ich eben auch gern so wie du. Und wie kann ich das schaffen? Du willst gar nicht sein wie ich. Doch. Nein, du willst gar nicht sein wie ich. Du machst das viel, viel besser. Was? Guck mal, du hast deine eigene Sendung. Ich habe ja nur eine Sendung, wo ich mitmachen darf. Das ist ja die Sendung vom Dieter Bohlen. Und wenn du dich selbst im Fernsehen siehst, ne, findest du dich dann in den Goll und sagst, boah, geil, wie ich da wieder aussehe? Das ist ja das Blöde, ich kann mich ja selber nicht sehen. Ja, du nimmst es doch sicher auf. Nee. Aber die wird doch immer wiederholt, sonntags morgens. Nee, guck ich nicht. Hast du dich noch nie selbst im Fernsehen angesehen? Nee. Quatsch, irgendwann schon. Guckst du dich selber im Fernsehen? Klar. Nee, guck ich nicht. Finde ich doof. Aber auch nicht irgendwie mit einem Lehrer, mit einem Moderationslehrer oder so, nee. Mit jemandem? Bringt ja auch nichts mehr bei der Quote, ist ja total langweilig. Also ich kann ja noch nicht mal mir selber was Gutes tun, weil die Quote ist ja am Samstagabend so wichtig. Ich werde nicht alle gemessen. Ich werde nur die gemessen, die so ein Gerät haben, Marco Schreitz. Wie schlau du bist. Ja, darum kannst du dich ruhig selber angucken und auch wegschalten, das ist scheißegal, ne? Aber wie, also du dankst auch nicht mal dem lieben Gott dafür, dass du so geil aussiehst. Nö. Aber wie hast du es denn dann gemacht? Bist du in Sexiness-Brunnen gefallen oder wie hast du das gemacht? Ne? Naja, Mama und Papa haben dafür gesorgt. Weißt du? Mit Cremes oder Salben als Kind schon, oder? Nee, Mama und Papa haben sich einfach angestrengt. Ne? Mhm. Die haben gesagt, das soll ein guter Junge werden. Und dann haben sie... Es ist ein guter Junge geworden. Deine haben sich auch angestrengt, oder? Ja, weiß jetzt nicht. Ja. Und aber du bist auf jeden Fall also der intelligenteste und auch der schönste Mann, der je hier bei mir zu Hause zu Gast war, ne? Jetzt werde ich ein bisschen nee, aber wirklich. Rot. Was wir jetzt nach so einem Clip wirklich gar nicht wollen, sind so Kommentare. Das ist wirklich Stammtisch 2.0. Das braucht kein Mensch. Wenn ihr irgendwas scheiße fandet, geht runter in die Kneipe und kotzt die Süchtigen voll da unten. Aber lasst das Internet mal in Ruhe mit dem ewigen Gehate. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr das hier unten gerne aufschreiben. Ihr könnt auch hier draufklicken, sofort ohne Kommentar, im nächsten Clip. Hab ich mir ausgedacht, dass man das jetzt so gleich im Player anklickt. Oder hier könnt ihr was ganz anderes gucken und hier könnt ihr abonnieren. Und da ist die Tür, wenn ihr mal frische Luft braucht. Ah. Dann mal los.